1187 nach Christus auf der Straße nach Akkon. Willkommen zu Stronghold Crusader 2, mein Herr. Ja, und damit auch herzlich willkommen von mir, dem E-Rich. Ich bin heute hier am Start und zock eine Runde Stronghold Crusader 2. Was ein Glück, endlich ist es da. Hier, der Beduine sitzt hier und ist schon ganz gespannt mit seinem Enterhaken. Mal gucken, was der so reißen kann. Und ich bin schon ganz gespannt, es kam gerade heute erst raus. Oder kommt jetzt für euch heute Abend raus, quasi, wer sich das kaufen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Game, was ich in der Jugend komplett durchgespielt habe und was mich immer wieder an ein gutes Strategiespiel erinnert hat, quasi, weil es mir echt immer Spaß gemacht hat. So ein bisschen aufbauen und diese ganze Burgenstrategie und auch hier im Mittelalter. Und wir starten mal durch hier mit dem mit den Scharmützelzügen. Und zwar mit der Taufe. Gibt noch einige andere Kampagnen hier, aber wir starten hier mit der Taufe. Alles klar. Über den Berg ist die erste Kampagne. Los geht's. Und wir kämpfen gegen den Schar, der Melodiöse. Schauen wir mal. Stadtgold. Wir kriegen 5000 Stadtgold, eher nur 3000. Das dürfte ja nicht so schwer werden. Platziert euer Vorratslager, my Lord. Brauchen wir erstmal unser Vorratslager. Machen wir hier hin. Und der Kornspeicher. Irgendwo nah an die Wiese. So. Alles klar. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall Holz. Dafür brauchen wir hier die Holzfällerlager. Und die baue ich mal so hin, dass wir möglichst wenig Wiese damit kaputt machen, weil die brauchen wir noch. Auf jeden Fall. Wie viel Holz haben wir denn noch zur Verfügung? Oh, so viel. Meine Güte, dann brauche ich natürlich noch mehr. Ja, und in Stronghold müsst ihr euch das so vorstellen, das ist eine richtige Burgökonomie, die man hier aufbauen muss. Und die Leute müssen immer zufriedengestellt werden, quasi. So, und ich baue mal jetzt. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, so. Dieses Gebäude zu betreiben. Und ein Häuschen oder zwei gleich. Ah, die müssen wir mal umdrehen das nächste Mal. Also man muss eine Burgökonomie schaffen. Hier sind eure Leute. Und zwar so, ah, man sieht auch immer den Schar schon hier, was er so treibt. Und zwar müssen die Leute immer zufrieden sein. Hier oben sieht man das, eure Zufriedenheit von den Leuten. Und da können wir auch gleich mal ein bisschen mehr Steuern einstellen hier. Solange die zufrieden sind, ist alles tutti, sage ich mal. So, wir machen noch eine Schweinezucht. Farmen müssen auf Grünland platziert werden, Sir. Zwei Schweinezuchten. Eine Käserei. Hier unten zwei Käsereien hin. Und... oh, jetzt haben wir auch schon erstmal kein Holz mehr. Das muss jetzt erst gehackt werden. Aber das machen dieses ja hier funktioniert. Die Leute, die wuseln an hier rum. Man kann auch sehen, hier Otto Blümchen. Der Holzfäller geht gerade zum Baum. Und dann... achso, der hat schon einen gefällt. Hier, holt, geht zum Arbeitsplatz. Okay, holt einfach nur sein Stuff da ab. So, hier kann man sehen, unser Kornspeicher, da ist das ganze Essen drin. Und zwar haben wir hier Brot, Käse... das hier oben soll wohl das Fleisch sein. Sieht ein bisschen komisch aus. Ein bisschen vergammelt schon eher. Und so Äpfel haben wir hier noch. Und hiermit habe ich jetzt gebaut. Hier habe ich eine Käserei gebaut. Wartet im Moment auf Kühe. Das heißt, wie kriegen wir denn Kühe? Brauchen irgendwie Kühe. Und...
3 Obstgärten und 2 Schweinezuchten. Schweine laufen auch hier schon rum. Wilbur, das Schwein, streift herum. Porker, das Schwein, streift auch herum. Porkins, das Schwein, das am Herumstreifen ist. Ja, ist nice. Ah, da ist eine Kuh. Ja, schau mal an. Das ist doch schön. Super. So, und unser Ziel ist es natürlich hier, den Schar kaputt zu machen, der sich hier befindet und sich schon eine kleine Mauer gebaut hat um sein Schloss herum. Und das ist halt der Hauptbestandteil von Stronghold, sich eine richtig geile Burg aufzubauen. Und wir haben auch jede Menge Stein zur Verfügung, sehe ich gerade. Deswegen packen wir das doch gerade mal an und bauen schon mal hier, genau wie der Schar, eine kleine Mauer drumherum. Und die lassen wir am besten von unten, lassen wir die Leute dann reinkommen. Dann mache ich hier einen Eingang hin. Oh, es gibt so schöne Sachen hier. Machen wir den Eingang. Ja, machen wir ihn hier hin. So. Der Steinwall dran. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Super. Okay, hier ist natürlich jetzt eine schwache Seite direkt am Holzfäller. Müssen wir auch übelst aufpassen vor. So, was hat er gemacht? Er hat auch nur Stein und Holz zur Verfügung, wie es aussieht. Wir haben schon noch ein bisschen mehr. Wir haben Hopfen, wir haben schon Bier. Und das ist schon das nächste, was ich mal bauen werde dann. Eine schöne Schenke. Und die Schenke bauen wir hier hin. Eine Nachricht vom Schar. Vorwärts, meine edlen Krieger. Tut, was ihr tun müsst. Heißt es, er greift mich an? Oh. Was hat er denn hier? Katapulte, jetzt schon? Ach du meine Güte. Die Truppen der Schars greifen an. Da müssen wir schnell hin, aber da müssen wir unseren Typ sogar nehmen für unseren Burgherrn. Der ist hier nämlich auch drauf. Aber erstmal das Wichtigste ist, dass wir hier schön Essen zusammenkriegen. Wir werden angegriffen. Und zwar mache ich jetzt hier nochmal so ein paar Felder hin, Getreide. Farmen müssen auf Grünland platziert werden. Getreidefelder. Oh, hier ist kein Platz mehr für eine Farm. Ist ja fies. So, was machen die hier? Ah, oh, die werden abgeschnetzelt. Nein. Bogenschützen in Bewegung. Komm, wo ist der Burgherr? Der Burgherr. Oh Gott. Helft dem Lord. Er wird angegriffen. Da ist er. Der ist nämlich unsere ziemlich stark. Der Burgherr, der sollte eigentlich mit denen fertig werden. Aber oh, so stark ist er dann doch nicht. Die sind schon ganz schön stark. Da muss ich dann aufpassen jetzt gut auf den. Boah, das hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich, dass die mich so früh angreifen. Das heißt, mal schnell hier ein paar Pfeilmacher bauen. Wir brauchen Holz. Oh, wir haben kein Holz mehr. Mies. Ja, Sire. Und da haben sie mir einen Holzfäller zerstört. Dreckig. So, ab geht's. Gebt uns nur ein Tötet sie. Dolch heraus, Männer! Boah! Eiskalt den Holzfäller weggemacht. 2 Holzfäller zerstört. Ist nicht cool. Boah! Da hätte er fast noch einen gekriegt. Ja, Sire. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Puh. Machen wir wieder hier hin. Und hier können wir auch irgendwie reparieren. Wir brauchen Holz, Sir. Und es kostet aber Holz. Ich verstehe das einfach nicht. Unsere Sehnen sind gewachst. Okay. Rauf auf die Welle! Dann mal los. Rauf auf die Welle. Bogenschützen, vorbereiten. Da kann ich nicht hin, Sire. Da können wir nicht hin. Da brauchen wir erst eine Treppe sogar. Müssen wir hier extra hinbauen. Kann ich die so da dran bauen, dass die hochkommen? Keine Waffenkammer gebaut. Das wäre super. Ja, das geht. Super. Geil. Ja, Sire. So, ich habe keine Waffenkammer gebaut. Ist natürlich doof. Die stellen wir mal genau hier daneben. Ah, so rum. Aber ich habe nicht genug Holz für eine Waffenkammer. Jetzt. Alles klar. Waffenkammer ist gebaut. Wir holen uns erstmal ein paar Bogenschützen. Und, ich weiß nicht. Die kommen schon wieder. Das heißt, wo ist der Lord? Oh Gott. Kann der das nochmal packen alleine? Ich hoff's doch. Sonst fällen wir hier direkt die erste Mission. Wo ich noch gesagt habe, es sieht so einfach aus.
Von wegen. So, Unterkünfte machen wir auch. Und zwar machen wir die direkt hier oben hin. Machen wir sie so rum. Dann sehe ich sie wenigstens. Okay, da kommen sie. Aber das sind echt viele. Unsere Sehnen sind gewachst. Und ah, hier kann ich schon welche bauen. Sehr schön. Dann bauen wir doch gleich mal so hier Tempelritter. So richtig krasse Jungs. Da das kommen sie auch schon euch, raus. Sire. Die müssten damit klarkommen keine eigentlich. Gefangene. Da muss ich auch meinen Lord nicht benutzen. Wir sind eure Leute. Wie sie hier erstmal in Formation gehen und jetzt gleich... Oh, das sind ja Bogenschützen. Gut, wusste ich gar nicht. Sind ungeduldig. Aber die halten richtig, richtig viel aus gegen Bogenschützen. Rauf auf die Welle. Also schicke ich die mal zurück. Was ist denn... Wieso haben wir denn so viele Waffen? Oh, wir haben ja ultra viele Waffen. Ja, das, da können wir ja eine richtige Armee schon bauen draus. Aber ihr seht hier oben, oh, die sind nicht zufrieden gerade, die Leute. Und was wir auch total vergessen haben. Hä? Weizen geerntet. Ja, okay. Wir brauchen eine Mühle. Aber mal wieder nicht genügend Holz. Die braucht richtig, richtig viel Holz. Und die Tempelritter gehen aber übelst ab. Oh, jetzt habe ich gar nicht richtig mitbekommen, was der Schar gesagt hat. Die Uniformen stehen den Leuten vorzüglich. Die Leute, die spinnen ja. Oh, jetzt hat er hier oben nochmal sowas gebaut. Schnell das Katapult kaputt machen. Vielleicht kriege ich es ja hin. Ansonsten brauche ich auf jeden Fall schnell ein Haus. Wir werden so rum. Damit hier mehr Leute reinkommen. Sehr schön. Und jetzt einfach hier hin und den Schwächsten schicke ich mal hier drauf, dass der das kaputt macht. Und dann schauen wir mal weiter. Habe ich jetzt eine Schenke? Habe ich gar nicht gebaut, ne? Die kostet auch 200. Ach du meine Güte. So, mal gucken auf die zwei Tempelritter, die müssten eigentlich klarkommen gegen diese ganze Herde von Bogenschützen, die sind nämlich nicht gepanzert. Zack, die schlagen die einfach sowas von kaputt. Sauber. Sehr schön. Macht ihr super. So, und dann bauen wir doch mal noch mehr von denen. Ja. Die gehen ja übelst ab. Und Bogenschützen. Bogenschützen machen wir auch. So, und ich hätte jetzt echt gern mal 200 Holz. Man kann auch immer handeln. Muss man dazu sagen. Aber eine Kirche, dann bauen wir erstmal eine Kirche. Ah, nicht genug Stein. Wo sind Steine? Die habe ich ganz vergessen. Da. Hier sind Steine und das ist Eisenerz links. Oh, sauber. Die metzeln immer noch durch. Die sind halt so krass gegen diese Opfer. Darauf kommt es nämlich ganz besonders an, dass man die... dass man die Züge richtig plant. So, hier haben wir so Ochsen. Die bringen unsere Steine hier aus der Steinmine nach Hause. Das ist krass, echt. Zwei Leute haben jetzt so viele anderen getötet. Und was bekümmert euch, Sire? Der hier oben ist noch am Start. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Super, super. Okay. Aber eigentlich für ein Strategiespiel ist es recht entspannt, muss man sagen. Nur jetzt... im Moment irgendwie nicht so. Machen noch mehr Bogenschützen. Die Geschichte wartet. In den Kampf. Positionieren die auch mal. Oh, die greifen die Leute an. Da muss man echt aufpassen. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Vor allem sind halt die Ritter halt wirklich langsam. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil, ne? Ja, Sire. Lasst sie fliegen. Mach sie kaputt. Leider ist die Grafik nicht allzu toll, muss man sagen. Aber darauf kommt es mir auch gar nicht so an. Ich mag das viel lieber, wenn ein Spiel einfach gut durchdacht ist. Und das ist es auf jeden Fall, denke ich, weil es ähnelt sehr, sehr dem alten. Rekruten werden benötigt, Sire. Boah, wir haben so viel Kohle, wir können eigentlich alles machen, was wir wollen. So ziemlich. Bauen wir mal diesen Marktplatz vielleicht. Können wir dann besser handeln?
Autoverkauf. Autokauf, das ist ja lustig. Ne, wir kaufen. Fleisch brauchen wir nicht. Wir brauchen Holz. Gib mir Holz. Ja, ziemlich günstig sogar. Brauchen wir jede Menge. Um eine Mühle zu bauen. So, und die bauen wir auch dann hier hin. Und ich weiß jetzt nicht, ob das optimal ist, weil es sein kann. Dieses Gebäude funktioniert derzeit, mein Lord. Es kann natürlich sein, dass die erstes Stroh hier hinbringen. Mehl. Nee. Anscheinend nicht, die bringen dann das Mehl hier hin und müssen es dann zur Bäckerei. Ja, okay. Was ist los? Unser Schicksal ist eines. Hier, tötet die. Geht es in die Schlacht? Keine Gefangenen! Auf geht's. Beeilung! Angriff! Angriff! Marschieren wir? So, meine Bogenschützen gegen seine Bogenschützen. Mal gucken, was der Suleiman dazu sagt. Ach, das Gefieder des Pfaus bedarf Aufmerksamkeit. Unverzüglich. Ich folge eurem Banner. Verbreitet Chaos! Pfeile schießen! Man muss halt echt immer jeden einzelnen Befehl auch selbst ausführen hier. Eine Nachricht vom Schaf. Im Paradies regnet es. Und meine Füße werden nass. Gut zielen, Männer. Pfeile anlegen. Oh. Da muss ich mal kurz cutten. Irgendwie mein Windows spannt. So, was mit meinen Leuten? Wir sind bereit. Da sind sie immer noch am Fighten. Sehr schön. Und hier brauchen wir mal mehr Bogenschützen. Bauern werden benötigt, Sire. Und unsere. Ja, unsere Essensrationen reichen auch noch eine Zeit lang. Wollen wir noch ein Haus hier hin, damit wir mehr Bauern kriegen? Wie sieht's jetzt hier aus? Braucht Mehl, hat noch nichts. Okay. Aber kein Problem. Essen kann man sowieso nicht genug bauen eigentlich. Immer so viel wie möglich sollte man davon bauen. Hier jetzt noch ein bisschen so eine Hopfenfarm hin. Ihr seid der größte Lord. Wir sind der größte Lord. Geil. Sehr schön. So, zwei Hopfenfarmen. Dazu brauchen wir noch eine Brauerei. Und Hopfen wird hier eingelagert. Also stelle ich mal die Brauereien hier hin. Hier eine und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Können wir einfach kaufen auf dem Marktplatz. Weil wir eh so dekadent viel Geld haben. Also noch eine Brauerei auch. Und machen wir noch eine. Ich denke mal, die zwei Hopfenfarmen, die werden ordentlich was produzieren. Und jetzt können wir auch endlich mal diese Schenke bauen. Brauchen wir nur auch noch jede Menge Holz für. Ab geht's. Okay. Und Schenke. Schön. Und hier seht ihr Bier. Die Truppen der Schars greifen an. Ach, wir haben wir schon eine Schenke? Nee. Die haben das instantly gekriegt hier. Die kriegen jetzt 8 dazu hier oben. Quasi an Freundlichkeit, beziehungsweise wie sie sich freuen. Oh. Jetzt habe ich hier. Ihr seid mein Gebieter, Herr. Nee, ist keine alles in Ordnung. Gefangene. Alles in Ordnung. Einfach drauf. So, was wir von hier noch brauchen ist. Eisenerz. Oh, aber wir brauchen gerade so viel Holz. Normal dauert das halt echt eine Zeit lang, aber wenn man sich alles einfach kaufen kann, kaufen wir mal richtig viel Holz, so. Dann ist es natürlich weniger ein Problem. Können wir nichts machen hier. Oh, jetzt hat er schon andere Soldaten. Aber wir haben hier auch schon wieder einen guten Trupp zusammen. Unsere Schwerter sind die euren. Ich stell die auch schon mal hier. Wo ist der Feind? Hab ihn nämlich hier von diesem großen Eisenlager auch abgeschnitten. Anscheinend kriegt er dadurch gar kein Eisen. Was doch ziemlich nice ist für mich. So, aber Brot. Wir brauchen dringend Brot. Eigentlich müsste ich auch nochmal mehr Getreidefarmen. Kriegen wir noch eine hin, oder? Ja, und noch eine. Super. Noch eine. Und noch eine. Jawoll. Sehr schön. Und dann bauen wir auch noch 2, 3 Mühlen.
Ach, die sind ja so... Ah, oh, 200, ne? Eine Mühle. Hoffentlich malt die wenigstens schnell Mehl. Ja, bauen wir noch eine Mühle. Wir werden angegriffen. Und noch so zwei. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude drei zu Bäckereien. Und dafür, wenn wir so... Ach, immer noch Holz. Gebt uns nur ein Ziel. Unser diese Schweine. Schicksal ist eines. Wenn die so viel benötigt eine Nahrung kriegen, dann kann man auch richtig, richtig viele Häuser bauen, damit wir richtig viele Menschen bekommen. Wir brauchen Holz. Und ich bin hier immer noch so ein bisschen in der Aufbauphase und dann werde ich gleich komplett ausrasten und nur noch Soldaten bauen.